Heutiges Thema FuelLab und dazu, warum ist eine größere Kraftstoffpumpe besser als zwei kleine? Ihr habt uns ja schon häufiger in unseren Videos oder in den Kommentaren gefragt, was ist denn eigentlich die beste Kraftstoffpumpe oder besser gesagt, was ist das am besten geeignete System? Welchen Benzindruckregler nehme ich, welchen Filter und so weiter und so weiter. Und ich habe mir gedacht, wir machen einfach heute mal ein Video über, sag ich mal, aus meiner Sicht persönlich die Nummer 1 so am Kraftstoffmarkt, das ist FuelLab. Das ist jetzt übrigens kein eigenes Werbevideo, weil wir haben davon hier nichts gesponsert bekommen, sondern es ist einfach unsere persönliche Erfahrung seit fast 15 Jahren. Was ist jetzt an denen denn eigentlich so besonders? Gut, es kommen aus den USA. Fertigen in den USA, gibt es auch andere Marken, die das machen. Allerdings mit dem Unterschied, FuelLab macht wirklich nur das, was sie können, beziehungsweise worauf sie sich spezialisiert haben, und zwar Kraftstoffversorgung. Ja? Das heißt, ihr kriegt dort, hier seht ihr meinen kleinen Auszug, Kraftstoffpumpen, intern wie extern, digital oder nicht digital, also klassisch, also zum Beispiel Brushless ist digital, ja, unter anderem. Dann Benzindruckregler, Catch-Tank-Systeme, und natürlich auch so ein bisschen Zubehör wie ja, Anzeigen für Benzindruck in PSI und Bar und natürlich auch Filter in verschiedenen Kombinationen mit Rückschlagventil, ohne Rückschlagventil, mit verschiedenen Anschlüssen. Das machen ja andere US-Unternehmen auch im Performance-Bereich. Was ist also das Highlight bei FuelLab? Einerseits der hohe Qualitätsstandard. Jedes Bauteil hat eine Seriennummer und wird unabhängig voneinander sozusagen in der Endkontrolle immer ausgiebig geprüft. Aber das eigentliche Haupthighlight ist, dass sie die ersten waren, die sogenannte Brushless, also bürstenlose Motoren, also die sind ja verschleißlos, eingeführt haben. Genauso wie digital gesteuerte Kraftstoffpumpen und oder in der Kombination. Und nicht nur die Kraftstoffpumpen, sondern zum Beispiel auch so ein Benzinregler. Das ist hier ein vierpoliger Anschluss. Ich erkläre gleich, wie so ein System funktioniert. Und das ist zum Beispiel hier so eine Innentankpumpe. Ja, kann man per PWM-Signal ansteuern, das heißt bedarfsgerecht, ist für einen Innentank. Und hier haben wir die gleiche nochmal für einen Außentank, den drei Anschlüssen. So eine Brushless-Pumpe hat in der Regel immer drei Anschlüsse, ja, und eine ganz klassische An-Aus immer zwei. Das ist zum Beispiel hier so eine klassische An-Aus. Auch sehr cool. Sehr klein, super geeignet für die In-Tank-Varianten, die praktisch noch ohne PWM fahren. Das heißt 1,8er T, VA6. Gibt es mit verschiedenen Füßen hier oder ich sag mal so mit verschiedenen Ausrichtungen, wo hier die Ansaugung ist. Zentral, außermittig, mittig, wie auch immer. Die hat jetzt 340 Liter die Stunde, also reicht weit über 500 PS. Kommen wir mal zu dem sogenannten Highlight von mir. Und zwar, das sind die digital gesteuerten Kraftstoffpumpen. Und zwar, ihr könnt euch vorstellen, ihr habt jetzt ein Auto mit 1000 PS gebaut und habt jetzt eine so eine digitale Kraftstoffpumpe im Innentank verbaut und diesen digitalen Benzinregler. Ihr könnt über die geeignete freie Einspritzanlage, die muss das natürlich können, oder über ein Add-on-Modul, das gibt es auch, ihr könnt das auch über ein Zusatzmodul steuern und mit der Serienspritze fahren, könnt ihr das sozusagen modular steuern. Das heißt, ihr könnt eine bedarfsgerechte Steuerung machen. Hat einerseits zwei Vorteile. Der eine ist, ihr verbraucht immer nur so viel Kraftstoff oder es geht immer nur so viel Kraftstoff in das System, wie auch gerade benötigt wird vom Motor oder wie vom Motorsteuergerät vorgegeben wird. Genauso wird der Druck geregelt. Welcher Vorteil wird dabei erzielt? Und zwar, der Kraftstoff wird nicht unnötig erwärmt. Dazu kommt eben noch, dass ich, anstatt dass ich vielleicht zwei oder drei oder klassisches System ist, eine Innentankpumpe, zwei starke Außentankpumpen und so weiter, das brauche ich alles nicht mehr. Mit der hier, die kann 1800 PS. Einbauen. Digitalen ist nicht zwingend notwendig. Ihr könnt auch einen ganz klassischen Benzindruckregler hier verwenden und könnt die einfach nur hier bedarfsgerecht steuern. Schöner ist natürlich mit diesem Modul hier zusammen. Es gibt natürlich auch ganz klassische Benzindruckregler hier, ja, so wie ihr sie kennt, mit verschiedenen Anschluss, Dash 8, Dash 10, Dash 6, haben wir in verschiedenen Größen. Obliegt euch. Wir haben auch Kunden, die kaufen nur die digitalen, weil die wollen den halt über ihre Einspritzanlage digital den Kraftstoff regeln. Das heißt, die wollen ihn A überprüfen und auch justieren. Das heißt, ihr müsst dann nicht mehr irgendwie mit einem Mausschlüssel ran und irgendwie den Druck verändern und auf die Anzeige gucken und schauen, okay, jetzt passt es nicht. Ihr könnt das eben hier digital kontrollieren. Und da sind wir auch schon beim großen Thema.
Was ist denn jetzt sozusagen der Hauptvorteil bei einer und dreien? Also einerseits Platz, ja, bei zwei Pumpen extern oder zwei Pumpen intern oder gar drei müssen erstmal verbaut werden. Dann auch der Kostenfaktor. Die ist zwar an sich sehr teuer im Grundpreis, aber wenn man da mal gegenrechnet, man braucht drei Pumpen oder zwei externe und eine interne und so weiter. Die ganzen Schläuche und so, das kostet ja auch alles nochmal extra. Das heißt, ihr spart auch im Endeffekt nochmal ein bisschen Geld. Die Brushless-Varianten sowieso sind im Prinzip wartungsfrei. Also auch wieder ein Vorteil gegenüber den klassischen Varianten. Und natürlich, ihr schafft sozusagen eine Fehlerquelle weniger oder zwei Fehlerquellen weniger. Denn umso mehr Bauteile ich am Motor verbaue, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eins von denen mal ausfällt. Habe ich eine Kraftstoffpumpe, die auch noch brushless ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls eigentlich praktisch gar nicht gegeben. Ja, es sei denn, irgendwie schließt die falsch an oder habe schlechten Sprit und die wird innen total verdreckt. Aber dann steigen die anderen sowieso aus. Dann natürlich Packaging. Ich meine, wenn ich einfach nur eine Intankpumpe habe, die meinen ganzen Motor versorgen kann, anstatt eine Vorförderpumpe, dann gehen da zwei Leitungen runter, dann muss ich ein Y-Stück machen, dann geht da, also bei ab 1000 PS sage ich jetzt mal, dann geht dann hier noch eine Pumpe hin und daneben ist noch eine, dann brauche ich auch natürlich zwei Kraftstofffilter, also zwei davon. Kostet auch wieder mehr Geld. Also wie ihr seht, ich kann verstehen, dass der eine oder andere sagt, du, mir ist es egal, ich kriege die Pumpe hier, bla bla bla, XY für 100 Euro, funktioniert auch. Will ich auch gar nicht abstreiten, ob das System dauerhaft und gerade in diesen PS-Bereichen, wo sich einige unserer Kunden bewegen, auch wirklich so gut funktioniert, ist fraglich. Und kommen wir nochmal zum letzten Thema, und zwar heutzutage sind die meisten Systeme ohne Rücklaufsystem, zum Beispiel ab Golf 5 GTI. Das heißt, da ist sowieso eine PWM-Pumpe verbaut. Und da bietet es natürlich an, sich auch eine Brushless, also die gibt es übrigens auch in Brushless, in klein, ja, zu verbauen, weil dann kann ich die mit natürlich einem zusätzlichen Modul, was ich benötige, weil die Originalmodule meistens die Leistung nicht auf Dauer abkönnen. Dann kann ich zum Beispiel in so einen Golf 5 GTI so eine 440er Brushless von Fuelab einbauen. Im Intank kann die über das Zusatzmodul dann steuern und habe dazu eben den Vorteil verschleißlos. Ja, und 440 Liter die Stunde, könnt ihr mal ausrechnen, reicht für richtig Dampf im 5er oder auch im 6er. Was hat denn Fuelab noch an Besonderheiten? Und zwar natürlich die Kraftstofffilter. Die gibt es mit Rückschlagventil und ohne Rückschlagventil. Und natürlich auch mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten. Das heißt sozusagen Dash 6, Dash 8, Dash 10 sind so die gängigsten. Dash 10 ist dann schon richtig eine Hausnummer. Natürlich kann man die alle aufschrauben. Ja, die kann man alle voneinander hier aufschrauben und dann kann man diese Einsätze hier, die gibt es in Edelstahl, in verschiedenen Mikronwerten, kann man die untereinander austauschen. Die gibt es auch in verschiedenen Längen natürlich, also wir haben auch diese Kraftstofffilter nicht nur in dieser Länge, sondern auch in verschiedenen Größen und Längen. Natürlich auch die klassischen Benzindruckregler, ja, mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, auch zum Beispiel hier, könnt ihr mal sehen, könnt ihr so die Anzeige hier reindrehen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich hier jetzt natürlich, das will ich ja noch verkaufen können, aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, die gibt es im PSI in bar, kann ich mir den Druck anzeigen. Und natürlich gibt es auch diverse Ersatzteile, wie kleine O-Ringe, Schrauben, so eine Ersatzfilter hier, zum Beispiel für die Intank-Version. Fassen wir also zusammen, Fuelab ist die Nummer 1, wenn es um Kraftstoffversorgung bzw. deren Bauteile geht im Performance-Bereich. Sie kommen aus den USA, sind in den USA auch in verschiedenen Rennserien massiv und stark vertreten, da dort eben ausgiebig die Sachen getestet wurden und eben funktionieren. Und das ist nämlich das Entscheidende. Sie funktionieren. Ich kann sicherlich mir so eine China-Pumpe einbauen und kann Glück haben, dass die auch ein Jahr funktioniert oder auf der Viertelmeile funktioniert. Aber in der Regel, wer billig kauft, kauft zweimal. Und diesen Spruch gibt es nicht einfach nur so. Um euch das Ganze sozusagen noch zu verdeutlichen, Fuelab gibt eine lebenslange Garantie. Das heißt, kauft ihr eine Fuelab-Pumpe über uns, ja, und die sollte mal aus welchen Gründen auch immer kaputt gehen oder irgendwas sollte da nicht richtig stimmen, könnt ihr die einschicken zu uns, wir schicken die rüber, dann wird die überprüft und sollte sich wirklich ein Produktionsfehler nachweisen können oder ein Mangel, dann kriegt ihr anstandslos eine neue ersetzt oder diejenige wird repariert. Ich denke, das spricht schon für sich. Ihr findet bei uns im Shop
zahlreiche Produkte. Wir sind auch stetig dabei, immer die neuesten Produkte in unseren Shop einzupflegen. Findet ihr trotzdem was auf der Fuel Lab Seite, was ihr noch nicht bei uns gesehen habt im Shop, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir kriegen alles von Fuel Lab ran. Wenn ihr trotzdem noch dazu Fragen habt, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wir versuchen, eure Fragen bestmöglichst zu beantworten. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann auf jeden Fall aktiviert den Abo-Button und die Glocke, damit ihr immer rechtzeitig über unsere neuesten Videos informiert seid. Dann gilt wie immer, bis zum nächsten Video. Ciao. Boom, boom.